Was ist denn? Leise, mir ist es zu laut, es ist aber jetzt eine Ruhe. Ja, und nach kurzem Reflektieren mal so die Frage, warum bin ich jetzt eigentlich so ausgerastet, warum bin ich so laut geworden? Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Karra. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt, Mama und Papa deines Kindes. Wie schön, dass du da bist. Und auch heute dreht sie wieder alles um unser Superheldengefühl im Alltag als Mama und Papa und wie wir eben genau das auch tatsächlich erreichen können. Und ich möchte dir heute mal einen Einblick in das große Thema emotionale Verfügbarkeit geben. Einfach damit du da für dich mal Bewusstsein in diese Richtung schaffen kannst. Und auch gleich vorweg, das Thema ist so umfangreich, da gibt es so viele Facetten und so viele Dimensionen von emotionaler Verfügbarkeit. Und die Folge deckt nicht alles, was es zum Thema zu sagen gibt, ab. Und gleichzeitig ist mir wichtig, die mal für das Thema grundsätzlich zu sensibilisieren. Und deshalb gibt es eben heute als Einstieg Teil 1, ja, und dann in der nächsten Folge im zweiten Teil noch weiterführende Sachen zu dem Thema. Ja, und warum ist das Thema jetzt eigentlich so wichtig? Weißt du, gerade wenn wir das Gefühl haben, unsere Kinder quengeln, nörgeln oder raunzen sehr oft, dann liegt es ganz oft an uns und unserer emotionalen Verfügbarkeit. Oder besser gesagt, halt an unserer fehlenden emotionalen Verfügbarkeit. Und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht immer so klasse und toll zu hören, wenn wir mal wieder selbst dafür verantwortlich sind. Und halt nicht daran liegt, dass unsere Kinder halt einfach Nervensägen sind. Ja, ich weiß das, aber es ist halt auf der anderen Seite auch voll cool, weil es in unserer Hand liegt und wir auch relativ leicht selbst was daran ändern können. Also hör dir unbedingt die Folge bis zum Schluss an und schau, was du aus der Folge alles mitnehmen kannst. Und ja, bevor wir voll ins Thema rein starten, noch ein kurzer Recap zur Folge von vor 2 Wochen. Wir haben da ja gesprochen über das Thema Aggression und auch Jähzorn. Wir haben uns angeschaut, was steckt da dahinter? Wie schaut eigentlich die kindliche Entwicklung diesbezüglich aus? Wir haben uns auch mit verschiedenen Theorien dazu beschäftigt und ja auch geklärt, was denn wirklich auch am plausibelsten ist. Und ja, ein Thema war auch das, wie können wir dann schlussendlich diese Wutausbrüche auch adäquat begleiten. Ja, und im Warfuck-Moment der Episode habe ich über eine Sache gesprochen, die sehr viele von uns bewusst und auch unbewusst machen, und die wir aber unbedingt vermeiden sollten, wenn wir eben selbstsichere, selbstbewusste, bedingungslos geliebte Kinder haben wollen. Also hör gern rein und ja, abonniere auch gerne den Podcast, damit du keine Folgen in Zukunft verpasst. Ja, und jetzt aber starten wir rein ins Thema emotionale Verfügbarkeit. So ganz grundsätzlich geht es bei emotionaler Verfügbarkeit darum, dass wir sowohl physisch, also körperlich anwesend sind und auch unseren Kindern emotionale Unterstützung bieten können, dass wir Empathie ausdrücken können, dass wir unsere Kinder auch mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen wirklich wahrnehmen. Und da gleich zuerst einmal die Frage an dich. Wann hast du für dich das Gefühl, dass du in eurem Alltag Zeit mit deinem Kind oder deinen Kindern verbracht hast, in der du voll und ganz da in dem Moment warst und keine Gedanken an irgendwelche anderen Dinge gehabt hast?
Und ganz oft macht man das eben nicht und genießen nicht so das Hier und Jetzt. Und ja, einerseits haben wir womöglich das Gefühl, dass unser Alltag das einfach nicht zulässt, weil einfach so viele Dinge zu tun sind und wir uns nicht einfach dem Moment hingeben können. Und andererseits haben wir das auch irgendwie ein bisschen verlernt während dem Älterwerden. Wir haben es auch ganz oft anders vorgelebt bekommen. Wir haben sehr häufig ganz andere Erfahrungen gemacht. Und Fakt ist aber, wir haben das alle einmal sehr gut selbst auch können. Weil denk nur an dein Kind jetzt. Das lebt sowas von absolut im Hier und Jetzt. Oft sogar so stark, dass es während einer Sache, die es macht, an was anderem vorbeirennt und dann vergisst, dass es ja eigentlich ganz was anderes machen wollte. Und ja klar, wir haben mit dem Älterwerden Verantwortung dazu bekommen. Und wir haben halt Dinge, die wir machen müssen. Nur es ist auch unsere Verantwortung, das ab und zu einmal nebenliegen lassen und uns wirklich den Moment mit unseren Kindern hinzugeben. Und das ist einfach auch ein Punkt, der wichtig ist, dass wir dieses Fokussieren aufs Hier und Jetzt beherrschen, wenn wir emotional verfügbar sein wollen. Weil nur wenn wir ganz im Hier und Jetzt sind, dann können wir es erst schaffen, auch ganz bei unserem Gegenüber zu sein. Dann erst können wir uns ganz auch auf diesen Menschen uns gegenüber einlassen. Und gerade unsere Kinder spüren das so genau, ob wir jetzt nur körperlich ohne echte Aufmerksamkeit da sind. Und ja, sie zeigen uns das auch oft, dass sie das spüren. Und du kennst vermutlich auch so Situationen, wo sie dann zu quengeln anfangen, zu nerven anfangen, wo sie mehr raunzen als sonst, wo in dir einfach der Gedanke kommt, ja, immer dieses ständige Betteln um Aufmerksamkeit, immer braucht sie oder er was, nie kann ich mich einmal in Ruhe hinsetzen, mein Kind braucht so viel Aufmerksamkeit von mir. Und ja, da ist einmal wichtig zu erkennen, diese Aufmerksamkeit, die Kinder da suchen, das ist eben eigentlich einfach unsere Präsenz. Und deshalb in all diesen Situationen, wenn du dir denkst, dein Kind nervt und quengelt und raunst, reflektier dich dann einmal. Bist du da auch gerade wirklich präsent? Oder bist du nur körperlich da und mit dem Kopf ganz woanders? Und ja, das wirklich da sein ist halt im Alltag schwierig. Ich kenne das selbst ja auch genau. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben all unsere Pläne, wir haben alle unsere To-Dos, wir haben alle diese ganz vielen Kleinigkeiten, die wir im Alltag halt irgendwie unterbringen müssen, die wir machen müssen. So dieses, ja, ich muss Wäsche waschen, ich muss Geschirrspüler ausräumen, ich muss kochen, ich muss einkaufen. Und bei all diesen Dingen, schau mal hin, was musst du wirklich? Und vor allem schau hin mit dem Gesichtspunkt auf das, vor allem, was musst du wirklich jetzt? Weil es geht nicht darum, dass wir das nie mehr machen dürfen und nur mit unseren Kindern am Boden sitzen und spülen. Aber es geht um den jetzigen Moment. Musst du wirklich jetzt das alles machen oder nicht? Und da spült es uns ganz viele unserer Glaubenssätze und Prägungen auch rauf. So oft diese Geschichten, ah ja, gerade wenn man in Elternzeit ist, dann muss man das Haus ja sauber halten, weil man ist ja da zu Hause, da hat man ja die Zeit dafür, da macht man ja sonst nichts. Oder die ganzen anderen, das macht man halt so oder das gehört sich halt so. Frag dich doch mal, wer ist dieser Mann? Für wen gehört sich das so? Und gerade eben dieses, ja, wenn du nur daheim bei den Kindern bist, dann wirst du ja wohl Zeit haben für das. Frag dich einmal selbst, wie siehst du
das Thema Kinder erziehen, bezeichnest du das als Arbeit? Und erst mir und mein Mann, also Stefan, ist letztens selbst aufgefallen, wie krass dass das eigentlich ist, wie sehr wir auf Leistung gedrillt sind und wie sehr uns auch unsere Leistungsgedanken beeinflussen. Als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich kurz mit Stefan drüber gesprochen und er hat dann von seiner Karenz erzählt. Also er war ja bei Klein I in Elternzeit bei uns und er hat dann davon erzählt, dass er sich am Abend nur dann wirklich zufrieden ins Bett hingelegt hat, wenn er das Gefühl gehabt hat, was geleistet zu haben. Und es waren dann Dinge wie, wenn er eben geschafft hat, was Frisches zu kochen, den Geschirrspüler ein- und auszuräumen, was auch immer gerade so angestanden ist, oder wenn er im Garten irgendwas gerichtet hat. Weil nur das Kinderschauen, das war zu wenig. Und es ist eine voll krasse Erkenntnis gewesen damals und bei mir fällt es mir sehr oft auf, gerade wenn der Stefan Dienst hat, dann ist es so, dann ist er den ganzen Tag weg. Das heißt, ich bin vom Aufstehen mit den Kindern bis zum ins Bett gehen mit den Kindern allein. Und manchmal habe ich da einfach so den Plan, okay, wenn dann der Stefan heimkommt, die Kinder im Bett sind, dann gehe ich noch was arbeiten. Und dann kommt so der Gedanke, damit ich wenigstens irgendwas dann mache. Nur, ich darf mir da auch immer wieder bewusst machen und mache mir auch immer wieder bewusst, ich habe zu dem Zeitpunkt bereits einen ganzen Arbeitstag hinter mir. Und zwar einen Arbeitstag im wichtigsten Job der Welt. Und zwar als Mama meiner Kinder. Und deshalb habe ich das auch im Intro drinnen. Weil es ist der wichtigste Job in unserem Leben und im Leben unserer Kinder. Und wir dürfen uns das immer wieder bewusst machen. Und nochmal, das heißt jetzt nicht, dass wir alles andere ausblenden und links liegen lassen. Es heißt aber, dass wir uns einfach auch bewusst sind und das entsprechend wertschätzen, wenn wir oder eben unser Partner, unsere Partnerin diese Arbeit leisten. Und wenn wir eben Kindererziehung als diesen wichtigen Job sehen, der er ist, dann wird es auch leichter, emotional verfügbar zu sein. Wenn das hier und jetzt mit dem Kind einfach den Stellenwert hat, den es haben soll, dann gibt es nur mehr wenige Gründe, sich um etwas anderes zu kümmern, das wichtiger ist. Und deshalb frag dich wirklich, welchen Stellenwert Kindererziehung bei dir hat. Und eben dieses Bild, das wir da haben, es hat einen so einen starken Einfluss auf unsere eigene Haltung als Mama und Papa und somit eben auch auf unsere emotionale Verfügbarkeit. Und die emotionale Verfügbarkeit hat Einfluss auf die Bindungssicherheit, die wir unserem Kind von Anfang an schenken können. Und das Ganze hat dann eben wieder Einfluss auf den Selbstwert und auch auf die Resilienz, die unsere Kinder aufbauen. Und das ist doch der wichtigste Job, oder nicht? Und deshalb, um jetzt zurückzukommen auch zu den Dingen, die du musst, eben das heißt nicht, dass alles egal ist und dass ich jetzt sage, okay, lass einfach alles zumüllen, Hauptsache du beschäftigst dich mit deinem Kind. Das ist einfach so dann die Kunst, dabei im Alltag einfach so diese Balance zu finden. Und das werdet ihr ganz individuell für euch finden, mit dem notwendigen Bewusstsein, den es einfach dafür braucht. Und fragt ihr auch einmal, wie schaut es denn aus, wenn ihr Urlaub habt oder wenn ihr Tagesausflüge geplant habt? Weil da klappt es oft ganz gut, da haben wir so das Gefühl, ja, jetzt ist alles andere organisiert und jetzt kann ich mir Zeit nehmen dafür und jetzt steht alles im Fokus von Familienzeit. Und das ist schon ganz gut, wenn es so klappt. Nur im Endeffekt, ihr kennt meinen Spruch, den ich in jeder Folge als Abschlusssatz sage. Unser Alltag ist ihre Kinder. Und deshalb ist es so wichtig,
dass wir schauen, dass wir uns einen Alltag aufbauen, der auch emotionale Verfügbarkeit ermöglicht. Ja, da ist einfach wichtig, dass man schaut, dass man Zeit auch ins Kind investiert, dass wir unserem Kind auch beistehen und helfen, wenn es gerade signalisiert, es braucht unsere Aufmerksamkeit, es braucht unsere Präsenz. Wenn wir das schaffen, dass wir da emotional auch ganz bei unserem Kind sind, dann ist es oft auch so, dass wir gleich kurz darauf die Zeit haben, für uns was zu machen, weil unser Kind dementsprechend in seinem Aufmerksamkeitswunsch gesehen geworden ist und dieser erfüllt worden ist. Und da ist also dieser Spruch so schön, dieses Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir können uns jetzt nicht die Zeit nehmen und es hält uns auf, wenn wir unser Kind da am Arm nehmen und kurz kuscheln. Unterm Strich ist es ganz oft so, dass dann die Kooperation da ist oder dass dann das Kind von sich aus selbst weiterspielt und wir uns wieder unseren Dingen widmen können. Und es passiert oft dann alles schneller, als wenn wir vorher unserem Kind zeigen, es geht jetzt nicht und irgendwie dann durch diese ganze Frustbegleitung durch müssen. Und ja, das ist so, mal geht's besser und mal schlechter. Unser Alltag ist auch verschieden. Wir haben mal stressigere Zeiten und mal bessere Zeiten. Und mit dem Hören dieser Folge wird sich jetzt da bestimmt nicht alles verändern. Aber es ist wichtig, eben einfach mal das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und deshalb, wie vorher auch schon gesagt, frag dich, was musst du im Moment wirklich machen? Und auch da, damit die Dinge, die du musst, auch für dich nicht so belastend oder nervenaufreibend sind, gebe dir einen kleinen Trick auch mit. Verwende, statt zu sagen, ich muss, die Wörter, ich will. So als Beispiel, wenn du sagst, ich muss Wäsche waschen, dann ist das schon so ein, boah, ich mag eigentlich nicht, aber ich muss ja. Verändert es zu, ich will Wäsche waschen und begrün's für dich. Einfach damit ihr alle was Sauberes zum Anziehen habt. Oder dieses, boah, ich muss schon wieder den Geschirrspüler ausräumen. Dann sag ja, ich will den Geschirrspüler ausräumen. Damit dann einfach auch wieder Platz für neues schmutziges Geschirr ist und damit wir ein sauberes Geschirr zum Essen haben, weil es geht da ja um Hygiene und um unsere Gesundheit. Und mit all diesen Dingen wirst du sehen, du hast einen anderen Zugang dazu, du entwickelst eine andere Haltung diesen Dingen gegenüber. Und gerade diese lästigen Haushaltspflichten sind dann vielleicht nicht mal ganz so unangenehm und vor allem, was dazu kommt, auch dein Kind sieht das, dass das keine unangenehmen, lästigen Pflichten sind, sondern halt Dinge, die wir für uns tun, um gewisse Dinge zu erreichen. Und sei dir da deiner Vorbildwirkung bewusst. Wenn wir einfach den Haushalt gern machen, sag jetzt nicht, du musst es lieben lernen, aber wenn wir einfach den Haushalt ohne Frust machen und wissen, warum wir das tun, dann werden auch unsere Kinder uns einmal lieber helfen und irgendwann später das auch lieber selbst machen. Und ja, bei all den Dingen, die eben wirklich jetzt getan werden müssen. Wir haben ja nicht immer die Wahl. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, Dinge auszulagern oder zu verschieben. Da ist es einfach wichtig, welche Haltung haben wir und wie begegnen wir in diesen Situationen auch unserem Kind, wenn unser Kind gerade in dem Moment auch das Bedürfnis nach unserer Präsenz hat. Weil wenn unser Kind spürt, dass wir jetzt nicht anders können, dass das jetzt einfach sein muss, dann merkt da unser Kind in unserer Haltung einen Unterschied. Und da geht es einfach darum, wie wir das auch kommunizieren. Angenommen, so ein Klassiker, wir sind gerade beim Telefonieren und unser Kind will uns irgendwas sagen, auf irgendwas aufmerksam machen, will, dass man hinschauen will,
irgendwas von uns haben, dann macht es einen Unterschied, ob wir reagieren, wenn unser Kind an uns zieht, während wir telefonieren. Ja, jetzt warte halt einmal, du siehst ja eh, dass ich telefoniere. Boah, du bist so anstrengend, kannst du nicht einmal kurz warten? Oder ob wir ihm sagen, ja, ich sehe, du möchtest gerade, dass ich da eine Banane abschäle. Du weißt, ich telefoniere gerade. Lass mich den einen Satz noch fertig sprechen, dann bin ich bei dir. Schau, ich halte bis dahin deine Hand. Lass mich fertig sprechen, ich bin da. Und die Kinder merken das. Die Kinder fühlen sich gesehen. Sie können auch mit dem Älterwerden warten. Und wichtig ist einfach, dass wir auch diese Wartezeit an die Möglichkeit unseres Kindes anpassen. Dass wir schauen, okay, was kann unser Kind wirklich im Moment gerade tragen? Sprich ich den Satz zu Ende oder das ganze Telefonat? Das hängt natürlich von der jeweiligen Situation davon ab. Aber mit all diesen Wiederholungen im Alltag, die uns ja immer wieder da geboten werden, baut sich einfach auch Bindungssicherheit auf. Und das Kind hat durch das, dass es immer wieder von uns gespiegelt bekommt, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin dann für dich da, wenn es geht, dann hat das Kind einfach so dieses tiefe Vertrauen in uns. Dann weiß auch das Kind, okay, wenn wir in dem Moment gerade anders könnten, würden wir anders tun. Und da zeig auch deinem Kind, dass dieses Vertrauen auch richtig ist. Das heißt, wenn dein Kind dann wartet und ruhig ist, dann nutzt es auch nicht aus und mach dann noch was anderes, sondern halt dein Versprechen und sei nach diesem Telefonat zum Beispiel auch wirklich kurz bei deinem Kind und schau, ob es dich braucht oder nicht. Vielleicht sagst du dann eh, ja, braucht dich nicht mehr, dann passt. Aber ja, zeig einfach, dass dein Wort auch Gültigkeit hat. Da ist einfach so wichtig auch, wie wir mit uns umgehen, wie wir auf uns selbst auch schauen und wie achtsam wir mit uns sind. Weil dieses Reflektieren, ob Dinge jetzt wirklich sein müssen, funktioniert, wenn wir gestresst und unter Druck sind, nicht so gut. Wir sind dann oft so in diesem Tunnelblick gefangen und sehen gar nicht andere Möglichkeiten, sondern nur dieses, okay, das muss jetzt einfach sofort gemacht werden, es gibt keine andere Möglichkeit. Und im Tunnelblick drinnen vergessen wir dann auch oft, dass ja eh in 20 Minuten noch früh genug dazu wäre. Wir haben oft dann gar nicht so die Möglichkeit, dass wir darüber nachdenken, okay, wenn wir jetzt erst das Bedürfnis nach Präsenz erfüllen, dann kann ich meine Tätigkeit noch auch wieder weitermachen. Immer da wieder dieses Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Das ist uns unter Stress schwer möglich, das zu erkennen. Und deswegen auch da immer wieder Versuch, von diesem Tunnelblick wegzukommen, hin zu einem Eulenblick. Dass du einfach ja locker, leicht durch den Alltag bist, dass du dich nicht so versteifst. Und ja, ich weiß, das ist viel und es ist nicht immer einfach und glaub mir auch, ich schaffe das nicht immer. Nur auch Leichtigkeit ist unsere Verantwortung und wir können da sehr viel tun. Und ja, wir haben jetzt viel über das wirklich Dasein gesprochen. Nur es gibt da auch noch viel mehr, weil wenn wir emotional verfügbar sind, dann ist auch unser Herz mit dabei. Das heißt, es geht da um die Präsenz mit Kopf und Herz. Emotionale Verfügbarkeit bedeutet auch, dass wir erfühlen, was gerade im anderen vor sich geht. Dass wir genau auf das, was das Gegenüber gesagt hat, hinhören und darauf auch angemessen reagieren. Da geht es sehr stark darum, dass wir alle Gefühle akzeptieren und respektieren, wie sie sind, dass wir auch wirklich die Gefühle unserer Kinder ernst nehmen. Und auch wenn uns das vorkommt als wie ein ja lästiges Kindheitsdrama, dass wir in dem Moment auch wirklich die Perspektive wechseln können hin zu einem wirklich erlebten Drama von unserem Kind. Und so als Beispiel für so eine Gefühlsbegleitung
Nehmen wir an, dein Kind baut gerade einen Turm aus Bauklötzen und als er es dann einen weiteren Stein raufsetzen will, fällt der Turm um. Ja, und das Kind weint, ist verzweifelt, hat sich vielleicht auch geschreckt, weil es laut war. Und dann, schau mal, wie du reagierst. Kommt dann einfach so fast automatisch auswendig gelernt, dieses, ja, ich sehe auch, du bist jetzt traurig, komm, wir bauen einfach einen neuen. Oder kommt da wirklich was Empathisches rüber? Weil frag dich einfach, warum sagst du da Sachen? Sagst du das, weil du es wirklich nachempfinden kannst? Oder sagst du das, weil du halt irgendwo gehört hast, ja, das mit den Gefühlen muss man so machen, das muss man so sagen, das muss man spiegeln. Es geht auch da um die emotionale Verfügbarkeit hinsichtlich dessen, wie du da im Moment mit Kopf und Herz präsent bist. Es geht um deine empathische, wohlwollende Haltung dem Kind gegenüber, sodass du wirklich mitfühlen kannst und in weiterer Folge auch wirklich koregulieren kannst. Und es geht eben nur, wenn sich das Kind gesehen fühlt. Und wenn wir das einmal auf unserer Erwachsenenebene umswitchen, stell dir vor, deine Lieblingstasse fällt dir runter und zerbricht. Und dein Partner sieht das und sagt einfach zu dir, ja, jetzt bist du ganz schön traurig, oder? Komm, wir kaufen einfach eine neue. Fühlst du dich da wirklich wahrgenommen und gesehen oder doch eher ein bisschen verarscht? Und deshalb geh da in solchen Momenten auch wirklich auf den Schmerz deines Kindes ein. Zeig deinem Kind da verbal und nonverbal deine Anteilnahme. Mach das so in dem Beispiel in der Art mit, ja, der Turm ist umgefallen, das war jetzt laut, gell? Hat dich erschreckt. Das Kind wird sagen, ja. Ja, und du wolltest ihn noch höher bauen. Ja. Ja, und dann bist du angestoßen und er hat wackeln angefangen und ist einfach umgefallen. Ja. Ich verstehe, das kann so schnell passieren, gell? Ja. Und das Kind darf diese Gefühle erleben. Und es wird lernen, dass es diese Gefühle mit dir gemeinsam aushalten kann. Wenn du halt die Gefühle auch tragen kannst. Deshalb auch da, es beginnt wieder bei dir. Und über diese Anteilnahme spüren unsere Kinder auch, sie sind okay mit all ihren Gefühlen. Und sie lernen über unsere Reaktion auch, okay, ich kann mit all diesen Gefühlen umgehen. Mal tut's mehr weh, mal weniger, mal geht's schneller vorbei, mal dauert's länger. Aber die Kinder lernen durch unsere Koregulation, okay, die Welt geht davon nicht unter. Und genauso eine Begleitung geht eben nur dann, wenn wir mit Kopf und Herz bei der Sache sind und emotional anwesend sind. Ja, und das Ganze bringt mich heute auch zum Warfuck-Moment der Episode. Warfuck-Moment. Ja, einer der größten Killer von emotionaler Verfügbarkeit ist, du kannst es vermutlich erraten, genau das Handy. Und für alle, die heute das erste Mal zuhören, in dieser Rubrik gibt's Mythen, alte Denkweisen, Dinge und Sachen, die uns oder um uns herum so passieren können oder auch Anekdoten aus meinem Elternleben, wo in uns so ein Warfuck hochkommen kann. Ja, und damit möchte ich dich einfach zum Nachdenken und Reflektieren einladen. Und wenn wir jetzt schauen, ich nehme dich heute wieder mit in mein eigenes Leben an unseren Küchentisch. Wir sind gerade beim Essen und die Kinder wollen mir was zeigen. Mama, schau her! Mama! Ich reagiere nicht. Nochmal, Mama, schau her! Ich reagiere nicht. Sie fangen an, mit dem Besteck laut auf den Teller zu klopfen, so dass ich hinschau und mir denke, oh, irgendwie rasende Wut hochkommt und rausbrülle. Was ist denn? Leise, mir ist es zu laut, es ist aber jetzt eine Ruhe. Ja, und nach kurzem Reflektieren mal so die Frage, warum bin ich jetzt eigentlich so ausgerastet? Warum bin ich so laut geworden? Und
Ich muss mir in dem Moment an den Kopf greifen und denke mir, okay, die Kinder haben eigentlich schon mehrmals versucht, meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Sie haben mir gezeigt, dass ich hinschauen soll und sind dabei immer lauter und lauter geworden, bis ich irgendwann sie doch gehört habe und ausgerastet bin. Ja, was ist passiert? Genau. Ich habe auf mein Handy geschaut und die ersten Male tatsächlich nicht gehört, nicht mitgekriegt. Ich habe auf mein Handy geschaut und da sinnlos herumgescrollt, weil ja, einmal kurz schauen, okay, wie sagt das Wetter an und ich habe das Handy in der Hand, hey, mach mal Instagram auf und tschack, Aufmerksamkeit weg. Und die Kinder wollten in dem Moment einfach mich, meine Aufmerksamkeit, dass ich da bin, einfach, dass ich schau, was sie mir zeigen wollen. Ja, und ich war nicht da und als ich da war, bin ich einfach laut geworden. Fuck. So wollte ich das eigentlich nicht und so möchte ich das auch nicht. Und ja, was ist passiert? Warum ist das passiert? Wir haben doch eigentlich die Regel, ja, das Handy kommt weg beim Küchentisch. Gut, mein Fehler. Also, Kinder, tut mir leid, ich hätte euch früher eine Antwort geben sollen. Das Handy gehört nicht zum Küchentisch. Ich war abgelenkt, es tut mir leid. Ich bin jetzt ganz bei euch. Was wollt ihr mir zeigen? Und was seht ihr an dem Beispiel? Es geht eben auch an unserem Küchentisch so schnell. Einmal kurz nachschauen, okay, was steht im Kalender, was ist noch zu tun? Und eben zack, dann Facebook geöffnet, WhatsApp, irgendwelche Statusmeldungen, keine Ahnung, was weiß ich. Oft eh gar nicht wirklich wichtig. Ja, und weg ist die Verfügbarkeit. Wir sind dann mehr oder weniger körperlich anwesende Zombies. Mehr nicht. Ja, und das passiert einfach immer wieder im Alltag. Und da heißt es einfach für uns auch immer wieder üben, üben, üben. Und das alles von heute waren jetzt mal so Dinge zu einem Aspekt von emotionaler Verfügbarkeit. Und wir haben heute viel vom Präsentsein gesprochen. Und das geht noch in so vielen Dingen weiter. Und ja, wenn wir von emotionaler Verfügbarkeit sprechen, dann ist ein Aspekt auch der Feinfühligkeit und Sensibilität. Wir sind halt auch kurz eben mit dieser Gefühlsbegleitung eingestiegen in dieses Thema. Es geht darum, dass wir eben angemessen auch auf die Bedürfnisse unserer Kinder reagieren. Es gibt dann noch den Aspekt der Strukturierung. Was machen wir? Wann und wie? Da geht es auch um die Frage, ob unsere Kinder die Räume, die sie brauchen, zur Bedürfniserfüllung von uns kriegen. Sowohl eben Bedürfnisse wie Bindung und Freiheit, Selbstbestimmung und Orientierung. Da ist dann die Frage dahinter, wie gut sind wir im Hier und Jetzt verfügbar, um auch diese gegensätzlichen Bedürfnisse zu erkennen und erfüllen zu können. Ja, und bei emotionaler Verfügbarkeit ist auch das kindgeleitete Spielen ein Thema. Wie gut können wir da auch die Kontrolle mal loslassen? Natürlich unter Berücksichtigung von Schutz und Fürsorge. Und du siehst also, es gibt da noch ganz viele weitere Aspekte und Dimensionen zu betrachten. Und ja, deshalb, wie angekündigt, wird es natürlich auch noch einen zweiten Teil geben. Und ja, was möchte ich dir jetzt, dass du aus der Folge noch mitnimmst? Versuch immer wieder im Alltag da zu sein und wirklich so diese volle Aufmerksamkeit, deine volle Präsenz mit Kopf und Herz im Hier und Jetzt zu haben. Und natürlich muss das nicht ständig sein. Es ist auch, ehrlich gesagt, utopisch, das zu glauben, dass das immer funktioniert. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt aufopferst und eben dich vollständig deinem Kind unterordnest. Aber versuch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, einfach einmal auch da zu sein. Und gerade bei vermehrt quengelten, nervenden Kindern, nimm dir da ganz bewusst Zeit, einmal hinzuschauen, wie oft du da bist. Und mit emotionalen, verfügbaren Eltern steigt einfach der Selbstwert unserer Kinder
Unsere Kinder fühlen sich selbst gesehen. Sie fühlen sich wertvoll. Und unser gegenseitiger Bindungsaufbau wird dadurch unterstützt. Und wir sind einfach mehr in Verbindung. Und das macht das Zusammenleben im Alltag leichter. Für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass auch sehr gern eine Bewertung und eine Rezension in deiner Lieblings-Podcast-App da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at. Ja, und folg mir auf Facebook und Instagram unter Bewusstfamilie Kerstin Kara. Und da kommentier auch gern das Posting zur Podcast-Episode mit der Beantwortung der Frage: Gibt es bei dir fest definierte handyfreie Zeiten oder Orte bzw. Räume? Ja, und alle Links und auch die Einladung für dein ganz persönliches Klarheitsgespräch zum Ermöglichen eben von deinem eigenen leichten Familienleben findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer, viele Zaubermomente in eurem Familienalltag und bis wir uns wieder hören, werft euch euer Superheldencape drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.